Heilige Stätten. Warum schrecken die Menschen vor nichts zurück, um dorthin zu gelangen? Sie sind bereit, große Entfernungen zurückzulegen, oft hunderte von Kilometern zu Fuß. Was ist das Besondere an ihnen? Was für ein Geheimnis hüten sie? Wenn ich durch verschiedene Länder reise, ist es für mich interessant, die örtlichen Sitten und Gebräuche kennenzulernen. Und ich besuche immer Tempel. Einmal in der Türkei besuchte ich die Hagia Sophia Kathedrale. Und dann passierte etwas. Es ist sehr schwer in Worten zu fassen, aber so etwas habe ich in all den Jahren meiner Reisen noch nicht erlebt. Mir stellt sich die Frage, was ist so besonders an diesem Ort? Die Hagia Sophia Kathedrale in Istanbul hat eine komplexe Geschichte. Wie die meisten Tempelbauten steht auch die Kathedrale auf einem Hügel. Sie wurde mehrmals zerstört, niedergebrannt und wieder aufgebaut. Beim Scannen wurde ein riesiger leerer Raum unter der Kathedrale entdeckt. Verschiedenen Quellen zufolge gibt es unter der Kathedrale alte Zisternen zum Sammeln von Wasser sowie zahlreiche Tunnel. Heute ist die Hagia Sophia ein bedeutender Ort für zwei Religionen, Islam und Christentum. Davor gab es hier eine Kirche, die wiederum auf dem Tempel der Artemis errichtet wurde. Und noch früher gab es hier eine alte heidnische heilige Stätte. Es ist merkwürdig, warum derselbe Standort für den Bau verwendet wurde. Denn damals betrug die Bevölkerung des Planeten nicht mehr als 500 Millionen. Was bedeutet, dass es sehr, sehr viel freies Land gab. Und dennoch bauten verschiedene Religionen in verschiedenen Epochen ihren Tempel an denselben Stellen. Vielleicht ist das ein Zufall. Aber warum werden dann andere Tempel nicht umgebaut? Viele sind seit ihrer Erbauung unberührt geblieben. Die Hagia Sophia wurde aus speziellem Marmor aus den Ruinen von Solomons Tempel erbaut, der sich auf dem Berg Moria befand. Man nennt ihn auch den Tempelberg. Der Berg Moria gilt auch als ein Kraftort, der Millionen von Menschen anzieht. Es muss also eine Gemeinsamkeit zwischen Hagia Sophia und dem Berg geben. Jerusalem, Berg Moria, auch bekannt als der Tempelberg. Dieser Ort ist ein Heiligtum für drei Religionen, Islam, Christentum und Judentum. Jede Religion hat ihren eigenen Sakralbau. Sie wurden auf den Ruinen älterer Tempel errichtet. An der Stelle des Salomonischen Tempels wurde von Herodes der zweite Tempel errichtet. Später wurde an derselben Stelle die Felsendom-Moschee errichtet. Das ist das drittwichtigste islamische Heiligtum nach Mekka und Medina. Neben dieser Moschee wurde eine verfallene christliche Basilika, die der Jungfrau Maria geweiht war, wieder aufgebaut und in die Al-Aqsa-Moschee umgewandelt. Das erhaltene Fragment der Mauer des Salomonischen Tempels ist zu einem jüdischen Heiligtum geworden und wird Klagemauer genannt. Nein, es scheint, dass die Überlagerung von Tempeln doch kein Zufall ist. Vielleicht liegt die Antwort genau dort verborgen, wo sich die Tempel befinden. Aber was macht diesen Ort so besonders? Woher kommt seine Kraft? Wir müssen weitersuchen. Der Tempelberg ist in vielen Religionen bekannt. Nicht weit davon entfernt befinden sich die Davidskirche und der Garten Gethsemane. Dieser Berg wurde Abraham für die Opferung seines Sohnes genannt. Es war auch der Ort, an dem der Prophet Mohammed, Friede auf ihm, die Himmelfahrt, Miraj, mit dem Engel Dschibril vollzog, indem er die sieben Himmel besuchte und die Propheten traf. Viel später, im Jahr 1099, wurde auf demselben Berg die Hauptkirche des Templerordens errichtet, die sich in Al-Aqsa befand. Also, auch die Tempel wurden von diesem Ort angezogen. Wieso brauchten sie ihn, wenn sie so viele Tempel in Frankreich hatten? Frankreich, Châtres, genau. Die Geschichte der Kathedrale von Châtres ist die gleiche wie der Hagia Sophia. Auch sie wurde mehrmals zerstört und umgebaut und sie wurden an der Stelle einer heidnischen heiligen Stätte errichtet.
Die Geschichte von Chartres geht auf prähistorische Zeiten zurück, als sich der keltische Stamm der Cornuten an diesem Ort niederließ. Es war eine Zeit, in der die Druiden und ihre heiligen Haine eine wichtige Rolle im Leben der Menschen spielten. Die Druiden versammelten sich auf der Anhöhe der Stadt Autricum, wo sich ihr Tempel befand. Nach der römischen Eroberung wurde die Stadt Autricum in Carnutum und später in Chartres umbenannt. Auf der Spitze des Hügels wurde an der Stelle eines Druidentempels eine Kirche errichtet. Heute befindet sich hier die Kathedrale von Chartres. Unter den Pfeilern des Gebäudes befinden sich 14 künstliche Wasserkanäle. Es ist immer noch ein Rätsel, wie und warum die Wasserkanäle in einer Tiefe von 37 Metern gegraben wurden und warum die zentrale Kuppel der Kathedrale ebenfalls 37 Meter über dem Boden steht. Nun, das Bild fügt sich allmählich zusammen. Es gibt viele solcher Orte in verschiedenen Teilen der Welt, an denen es Überlagerungen von Tempeln gibt. Tempel der Artemis in Ephesus wurde viele Male gebaut und umgebaut. Der Standort des Tempels wurde nicht zufällig gewählt. In der Antike befand sich hier eine heilige Stätte für die karische Göttin der Fruchtbarkeit. Frankreich, Paris. Wie viele alte christliche Kirchen wurde auch die Hauptkathedrale der französischen Hauptstadt Notre-Dame de Paris an der Stelle einer heidnischen heiligen Stätte errichtet, die dort im Jahr 432 ihren Ursprung hatte. Die Reste der Fundamente wurden unter dem Chorumgang gefunden. Armenien. Das Kloster Tatev entstand im 9. Jahrhundert an der Stelle einer alten heidnischen heiligen Stätte, wie es damals in diesen Regionen üblich war. Russland. Im 19. Jahrhundert wurde die allererste Kirche Moskaus, die Geburtskirche Johannes des Täufers, abgetragen, wobei die Forscher zu dem Schluss kamen, dass die Kirche des Täufers genau an der Stelle einer heidnischen, heiligen Stätte errichtet worden war. Deutschland, Köln, die Basilika des heiligen Kunibert. Die Kirche hat die Legende bewahrt, wie heiliger Kunibert einen Ort heidnischer Verehrung in eine Stätte christlicher Verehrung verwandelte. Es geht um eine Heilwasserquelle. Von jeher befand sich in ihrer Nähe eine heidnische heilige Stätte. Der Heilige entschied, dass es eine Schande sei, eine solche Abscheulichkeit neben dem Bischofssitz zu haben. Also wurde die heilige Stätte zerstört. Georgien, Oblistsiche. Die Höhlenstadt Oblistsiche liegt am linken Ufer des Flusses Kura, etwa 10 Kilometer vom Dorf Gori entfernt, und geht auf das Jahr 1000 vor Christus zurück. Bevor Georgien im 4. Jahrhundert das Christentum annahm, war Oblistsiche ein bedeutendes heidnisches Zentrum und im 9. Jahrhundert wurde an der Stelle des ehemaligen heidnischen Sonnentempels eine christliche Backsteinbasilika errichtet. Nun, es gibt genügend Fakten, um mit Sicherheit sagen zu können, dass die Überlagerung von Tempeln eine klar nachvollziehbare Regelmäßigkeit darstellt. Unter der untersten Kulturschicht sind oft Wasser und Hohlräume zu finden. Hohlräume und Wasser sowie natürliche Verwerfungen bilden eine besondere geomagnetische Zone mit positiver oder negativer Energie. In der Regel befanden sich die alten heidnischen heiligen Stätten an Orten mit positiver Energie. Seit dem Altertum galt die heilige Stätte als heiliger Raum, der ursprünglich seit der Entstehung der Energie auf der Erde die von Gott festgelegte Kraft und Information trug. Je nachdem, was die Menschen wollten, geistliche Entwicklung oder materiellen Reichtum, wurde der Ort entweder mit positiver oder negativer Energie gefüllt. Und die Anhäufung der einen oder anderen Energie wirkte sich auf den umgebenden Raum und auf die Bewohner des jeweiligen Territoriums aus. Der Raum der heiligen Stätten konnte sowohl durch natürliche als auch durch von Menschenhand geschaffene Grenzen, Zäune, Absperrungen, kleine Feuerstellen usw. abgegrenzt werden. Manchmal konnte eine solche Grenze auch einfach ein Kreis sein, der durch den Stab eines Weisen umrissen wurde. Es stellte sich heraus, dass die Menschen der Altzeit keine Tempel für geistliche Gruppenpraktiken brauchten. Ein kreisförmiger Platz auf einer Anhöhe reichte aus. Es gab verschiedene Arten der heiligen Stätten, Kraftorte, an denen sich aufgrund natürlicher Gegebenheiten ein Gebiet positiver Energie gebildet hat
und die heiligen Stätten, die ihre Kraft dadurch gewonnen haben, dass die Menschen am selben Ort über langen Zeitraum ihre aufrichtige geistliche Arbeit ausgeübt haben. In beiden Fällen waren solche Orte für diejenigen von Nutzen, die sich geistlich entwickeln wollten. Später, mit dem Verlust des geistlichen Wissens, wurden diese Orte durch einen Zaun, Bäume oder irgendeine Art von Absperrungen gekennzeichnet. Mit der Entwicklung der Gesellschaft in die konsumorientierte Richtung wurde dieser Zaun aus teuren, im Kreis stehenden Steinsäulen errichtet. Etwas später fing man an, es mit einem Dach zu bedecken. Schließlich wurde dies alles in moderne Tempel umgewandelt, bei denen besondere Aufmerksamkeit auf die Tempelverzierung, Magie und der Anhäufung von materiellen Mitteln gerichtet wird und nicht auf die geistliche Entwicklung des Menschen.